Hallo und herzlich willkommen hier zum Vlog am Samstag. Ich bin Ed von edgaming.tv und ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Ausgabe davon. Und, oh Mann ey, was ist das draußen heute für ein Wetter? Also 16 Grad plus, also irgendwie scheint mir heute wieder Frühling zu sein anstatt Winter. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte mit euch überreden über die letzte Woche jetzt, die vergangene. Und zwar über News, was passiert ist. Unter anderem fange ich auch gleich mal an. Und zwar gab es die News, dass Alan Wake eine Fortsetzung offiziell bekommen soll. Und zwar von Remedy Entertainment hat klargestellt, dass es definitiv irgendwann, wohlgemerkt irgendwann, eine Fortsetzung von diesem Spiel geben soll, also Alan Wake 2. Kann man darauf gespannt sein. Ich kenne das Spiel leider noch nicht. Also ich werde es mir vielleicht irgendwann mal let's playen, mal gucken. Das war jetzt zu Alan Wake. Nächste News, heute auch ab und zwischendurch auch welche mit Film-News dabei. Mal was ganz anderes. Und zwar The Witcher, neue Informationen zur Kinoumsetzung bekannt. Und zwar ist es so, dass die Produktionsfirma jetzt gesagt hat, 2017 soll der weltweite Start der ersten von einer Reihe von Filmen sein. Also ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen, wenn denn die Umsetzung gut ist. Es gab ja mal eine Umsetzung, gerade in Polen, wo das Spiel ja eigentlich auch herkommt, da haben sie auch schon ein paar Filme von gedreht. Waren ganz nett, habe ich auch gesehen, aber da kann man definitiv in Hollywood, sage ich mal, aus dem Stoff eine ganze Menge mehr machen. So, das haben wir. Dann haben wir das. Nicht, dass ihr euch wundert, ich gucke auf meine Notizen. Okay, kommen wir zur News zu Rainbow Six Siege. Details zu den DLC-Plänen und Echtgeldwährung bekannt. Und zwar die Entwickler des Taktik-Shooters haben ihre Pläne für die Zeit nach dem Launch vorgestellt. Und zwar 4 große Updates werden 2016 kostenlos veröffentlicht. Ist ja schon mal ganz okay. Aber neue Charaktere werden entweder über viel Zeit, wie es ja eigentlich jetzt mittlerweile gang und gäbe ist, oder Echtgeldwährung freigeschaltet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also naja, nicht so prickelt. Das haben wir auch. Okay, und jetzt kommen wir zu einer News, die für mich ganz interessant war. Und zwar World of Warcraft Legion, das neue Add-on, was kommen soll. Der Release-Termin, man munkelt, beziehungsweise soll im Sommer 2016 kommen. Ja, mal abwarten, ne? Also schauen wir mal. Das haben wir auch. Und zwar geht es jetzt weiter mit noch einer News zu einer geilen Serie, und zwar The Walking Dead. Und zwar ist die 7. Staffel offiziell bestätigt worden und ja, wird nächstes Jahr im Oktober erscheinen. Geile Nummer. Also Walking Dead ist einfach der Hammer. Da kann alles andere einpacken, sage ich jetzt mal. Dann noch eine News, und zwar geht es jetzt um Star Trek. Und zwar soll eine neue TV-Serie kommen mit einer offiziellen, einer ganz neuen Crew. Und zwar der US-amerikanische TV-Sender CBS hat bekannt gegeben, dass er zum 50-jährigen Jubiläum von Star Trek in 2017 eine neue TV-Serie produzieren wird. Details sind noch unbekannt, aber es soll sich um eine komplett neue Crew handeln. Man muss sich mal überlegen. 50 Jahre Star Trek. Hammer. Einfach nur Hammer. So, kommen wir zu Civilization Beyond Earth Rising Tide Add-on. Und zwar gab es jetzt da ein Patch mit Interface-Verbesserungen und noch ein bisschen mehr, und zwar Entschuldigung, wurde da auch noch neben den ja, diversen Verbesserungen, also Bugs und so weiter, an der Nutzeroberfläche wurde auch umgeschraubt, ein neues Spielsystem Kriegsbeute eingeführt. Kann ich noch nicht viel zu sagen, ich habe das Add-on noch nicht gespielt, werde ich aber irgendwann mal tun, wenn ich denn die Zeit dazu habe. Das war das. Ja. Und zwar kommen wir jetzt eigentlich zu dem, ja, zu der Hauptnews überhaupt. Diese Woche war ja Release von Anno 22.5, das absolut
der Hammer ist, was ja auch auf meinem Kanal läuft und was ich da Let's Player, ist der absolute Burner. Ich find's hammergeil, also von mir gibt's da eine Kaufempfehlung. Und zwar geht's jetzt darum, dass es eine App dafür gibt und damit kann man quasi unterwegs Ressourcen sammeln und dann in das Hauptspiel transferieren. Also, ich würde mal sagen, ganz nettes Gimmick, aber eigentlich braucht man es nicht, weil man kriegt ja auch durch die Militärmissionen genug Ressourcen, diese seltenen Dinger halt, ne? Das war das. Dann gibt es noch eine News zu Anno, und zwar hat Ubisoft jetzt eine Liste bekannt gegeben mit den aktuellen Problemen und den Lösungen, und zwar findet ihr die ganze im offiziellen Ubisoft-Forum. Okay, anscheinend gibt es ein paar Bugs und so weiter, ist mir jetzt noch nicht so großartig aufgefallen. Außer, dass bei der einen Sache da auf einmal der Ton da auf einmal komplett abrupt geendet hat, aber ansonsten läuft das Spiel eigentlich sehr gut. Ja, jetzt geht's weiter. Eine ganz miese Nummer finde ich auch, und zwar gibt es eine getarnte Android-Chart-Software. Und zwar routet die dann die Smartphones und funktioniert wie Facebook, WhatsApp oder Candy Crush. Das Ding tarnt sich als ganz normale App und verschafft sich im Hintergrund dann halt Zugriff auf das Gerät. Also, ich weiß nicht, wer immer so eine Scheiße produziert, der sollte eigentlich, ja, mit denen sollte man eigentlich was anstellen. Aber was, das müsste man dann entscheiden. Okay, dann gab es für GTA 5 Ärger, und zwar die britische Advertising Standards Authority, ASA, hat Rockstar Games dafür gerügt, GTA 5 im Rahmen des Steam Summer Sales 2015 mit falschen Rabattangaben beworben zu haben. Eine Strafe muss das Unternehmen aber nicht fürchten. Ist mir eigentlich nicht aufgefallen, aber okay, wenn die der Meinung sind. Mein Gott. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zum... Ja, eine Sache noch vorweg, bevor wir dann zum Fail oder beziehungsweise Flop der Woche kommen. Und zwar ist ja auch diese Woche, also jetzt gestern, um genau zu sein, Call of Duty Black Ops 3 released worden. Und laut Activision zeichnet sich da ein finanzieller Erfolg ab, und zwar ist es so, den Shooter haben deutlich mehr Kunden vorbestellt als den Vorgänger Call of Duty Advanced Warfare. Ja, schön für den Entwickler, würde ich mal sagen, aber wir kommen gleich noch zu etwas, was bestimmt nicht toll ist, also ja. So, kommen wir jetzt, worauf ich mich wirklich freue, immer zum Flop bzw. Top des, der Woche. Und zwar geht es jetzt hier auch im Flop der Woche um Call of Duty. Und zwar ja, gab es eine Kaufwarnung wegen technischer Probleme. Und zwar angeblich wird vom Kauf für die PC-Version abgeraten. Und zwar deshalb, weil es wohl nicht flüssig läuft und so weiter und so fort, und angeblich braucht man jetzt, was absoluter Schwachsinn ist, wenn du keine 16 GB hast und eine flotte Grafikkarte, dann läuft es wohl nicht richtig, wegen diesem Problem. Die offiziellen Angaben waren aber so, dass man nur 8 GB braucht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ganz klar für mich, Flop der Woche. So, jetzt kommen wir mal zum Top der Woche. Und zwar geht es um City Skylines. Und zwar, die Jungs von Colossal Order, die machen das wirklich vorbildlich. Also, die pflegen ihr Produkt, und City Skylines ist ja ganz klar der neue King, ich sag jetzt mal der neue King, am Himmel, was die Städtebausimulation angeht. Und zwar haben die jetzt einen neuen Patch veröffentlicht. Und zwar hat der Patch zur Folge, dass das Limit für die Gebäude und auch die Zonen in Skylines erhöht wurden. Außerdem sind mehrere Bugs verschwunden. Also es war wohl so, dass einige Fans gefordert haben, dass man mehr Platz hat, damit man seine Stadt noch weiter ausbauen kann.
Okay, alles, das konnte man alles eigentlich auch vorher schon mit einer Mod machen, dass man diese 25 Zonen dann frei hatte. Aber Colossal Order hat wohl jetzt gesagt, okay, wir kommen den Wunsch nach und wir machen das jetzt mal. Und ich finde das vorbildlich, die hören auf ihre Community und deswegen haben die auch einen Erfolg damit, einen Riesenerfolg. Und deswegen unterstütze ich das auch. Weil wer sich so um die Community kümmert, der hat von mir ganz klar verdient den Top der Woche. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Vlog der Woche, beziehungsweise Vlog am Samstag nächste Woche. Ansonsten schaut euch doch meine Videos an von Anno oder von Dracula oder von Act of Aggression oder Ark. Ja, Däumchen, Bewertungen wären toll. Schreibt mir doch ruhig was in die Comments, was ihr gerne sehen würdet bei mir oder welche Themen ich ansprechen soll. Das wäre supi. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine angenehme Woche. Macht's gut, euer Ed von edgaming.tv. Bye bye.